Hallo und willkommen zurück bei Deponia. Wir sind hier immer noch bei Hanek und seinem Sprengplan und wollten uns hier noch was weiter umsehen. Wir haben im letzten Part das Sprengsignal nicht gegeben, weil ich mir erst nochmal im Dorf ansehen möchte, was ich da genau wegsprengen würde. Mit dem Papagei hatten wir gesprochen, da geht's zur Notfallstation und hier in die Kneipe. Gehen wir doch mal Lonzo in seiner Kneipe besuchen. So. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Ja. Das war uns schon klar. Hier hängt ein Schild. Die Stühle sehen aus wie Joystick-Knöpfe. Ein Dartpfeil. Können wir den mitnehmen? Ja, kein Problem. Was sagt ihr denn dazu? Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ja. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Gucken wir doch mal nach, wenn wir dürfen. Was soll das denn? Baut Lonzo. Unmöglich. Der Doch arme nicht. Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön. Reden wir doch mal mit ihm und Du, fragen nach. Lonzo! Ja! Lange nicht Lang nicht gesehen. gesehen, Lonzo! Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn, Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Das ist ja Kaffee. typisch. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Der geheimnisvolle Vorhang. Oh. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espressomaschine, aber nicht irgendeine Nein, Espressomaschine. nein. Dies ist die Mutter aller Espressomaschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben Sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche
klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Ja, man darf gespannt sein, was da alles so reinkommt. Astreine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Ach, schön, dass wir alles so mitnehmen können, was alles in unsere Taschen reinpasst. Das ist diese Kaffeemaschine, die neue. Interessant, dass das die Menschen aus der Vorzeit trinken. Mit anderen Worten, wir sind das. Und hier das ganze Deponia-Ding spielt irgendwann in der Zukunft. Und so könnte vielleicht die Erde mal aussehen. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. So, also. Hier haben wir sonst nichts mehr außer das Schild. Flörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Wir klauen ihm hier einfach das ganze Inventar leer. Danke. Der ist dann wohl für das Wasser. Ja, ja. Das haben wir aber noch nicht. Okay, das ist Lonzo. Mit dem haben wir auch gar nicht zu Ende gesprochen. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles besorgt. Ich... Alles klar. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die und Maschine explosiv. Arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ja, ich hätte auch niemals Rufus gefragt für irgendwas. Aber gut. Heiße Bohnen? Was sollen denn heiße Bohnen? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ja, ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Okay, dann gehen wir nachher, nachdem wir jetzt hier noch einmal abgebogen sind, auch zu Wenzel. Aber zuerst, wie gesagt, möchte ich... Ja, genau da. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Genau dahin möchte ich die riskantere Manöver. Was meint ihr denn damit? Aha, Arztschrank. Gucken wir doch erstmal da rein. Hebel. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Zu Recht, ja, anscheinend. Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Oh, da liegt ein Schlüssel. Also, ein Dietrich. Und hier? Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Fußfessel? Ja, da besteht keine Fluchtgefahr. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Tja, ist jetzt hier wieder ein Rumprobieren, würde ich mal behaupten. Ich würde die Fußfesseln ja gerne benutzen und den Schlüssel angeln. Vielleicht mit dem Haken, den Dietrich. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Mit dem Haken ich spare mir mein. Ist ja gut, nicht so rumbrüllen. Hebel nach oben. Fach. Zellengitter, die kriegen wir nicht auf. Da ist noch ein Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Doch, wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja, es ist schön, dass Rufus sich so darum kümmert.
Wie kriegen wir dieses Zellengitter auf? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich... Ja. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Stemmeisen oder so wäre vielleicht nicht schlecht. Als ihr geblinzelt habt. Als wir geblinzelt haben. Vielleicht können wir das Schild Dieses als Stemmeisen... Schild hat mehr... Ich meine, es ist... Und sie trinkt Bier. Können wir nicht... Tja, die können wir nicht nach unten kriegen. Was anderes mit die Fußfessel da reinschmeißen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Nee. Das ist wieder die Krankenstation. Und den Hebel nochmal auf Nummer 3. Ein Feuerlöscher, kann man immer gebrauchen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich hätte ihn gerne mitgenommen. Nur aus Vorsicht natürlich. Was ist, wenn wir die jetzt da reinpacken? Können wir alles ein bisschen... Ach, da kommen wir raus dann jetzt. Handschuhe. Das ist eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Ja, man könnte was durchschmeißen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Er kriegt ihn nicht Aber mal halb hoch. So schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, Rufus ist echt ein Hemd im Hemd. Der kann gar nichts tragen. Das ist wieder typisch. Gucken wir uns hier nochmal. Ich möchte gerne nochmal die Arztstation sehen. Der ist so schwer. Fährt dann da oben hin. Ach, das aber ist halb ja so schlimm. Ich bin ja eh. Okay, das erklärt sich dann von selbst. So kamen wir an die Handschellen. Sehr schön. So. Tja, da ist jetzt ja nichts mehr drin. Es wird jetzt ein bisschen lahm. Aber hier können wir uns nochmal umschauen. Da geht nur der Hebel. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Ich hasse Clowns übrigens. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Wir nehmen den mit. Ich sehe nichts mehr, Rufus. Du musst zur Seite gehen. Okay. Die Klappe ist weg. Hebel. Den Dietrich brauchen wir. Kein Gitter der Welt kann mich auf... Ja, das, was er gesagt hat, wissen wir schon. Da, als ihr geblitzt... Genau. Vielleicht können wir das hier als so eine Art... Gott sei Dank bin ich ein Gesch... Verdammt! Nein. Das gleiche wie im Haus. Vielleicht bohren wir das Schloss auf. Gott sei Dank bin ich ein geschickter... Gott sei Dank... Nein. Mit dem Haken klappt's. Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Idiot. Blödes Teil. Nur weil ich es nicht weggeklickt habe. Gott sei Dank... Tja. Okay, das ist immer nur Zuschweißen. Das klappt nicht. Das können wir wahrscheinlich Gott auch nicht. Gott sei Dank... Nein, das war wieder klar. Na gut, dann kriegen wir das wahrscheinlich noch nicht. Die sind feuerfest. Dann rutschen... Oh, nee. Dann rutschen wir doch mal jetzt die Feuerleiter runter und schauen mal, was passiert. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Ja, Rufus, bitte. Ach, hier kommen wir dann raus. Okay. Dorfkern. Nicht so, damit wir das Auto aufknacken können. Immer noch nicht. Womit wir den Stier befüllen können. Alles nichts. Tja, dann gehen wir tatsächlich mal Wenzel besuchen. Und befragen ihn mal zu dem Kaffeepulver. Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen.
Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Hier braucht man sowieso keinen Rasenmäher. Gibt sowieso kein Gras. Vielleicht ein Aufräumer oder so. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Appetitlich. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Aha. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Ja, die Wünschelrute hätten wir gerne. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ja. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Tja, das war jetzt nicht besonders hilfreich. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ja, für Idioten muss man alles erklären. Bis später. Genau. Tja, ich nehme an, nur mit der Wünschelrute können wir das Wasser finden. Das heißt, wir brauchen diese Wünschelrute und zwar dringend. Ich habe ja auch schon eine Idee, dass man hier oben das Wasser irgendwie in den Schornstein leitet, aber ich wüsste jetzt nicht, mit welchem der Items ich das vollbringen könnte. Nein, nein. Ich weiß, wir können hier in Tonis Laden unser Wasser vielleicht... unsere Bohnen malen, aber... Gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht können wir auch diese Chilischote als Bohne in Anführungsstrichen benutzen. Ach, wir haben jetzt ja die Asbestfesten, das sind feuerfeste Handschuhe, dementsprechend. Aha, sehr schön. Die hätten wir schon mal. Wo wir letztes Mal nicht waren, wollte ich jetzt auch noch kurz vorbeischauen. Ja, hier kocht unser Wasser immer noch. Interessiert niemanden. Und zwar hierhin wollte ich. Gucken, ob es hier was... Nee, das sind alles nur die alten Sachen. Den können wir wieder nicht mitnehmen. Tja, dann können wir eigentlich wieder... Ach, in die falsche Richtung gegangen. Ja. Kurz überspringen. Wieder hinaus watscheln. Und hier weitergehen. Und dann bei Toni mal vorbeischauen. Denn die hat hier ja eine Mühle stehen. Das ist gut für uns. Und da schmeißen wir die Chilischote rein. Eine ganze Chilischote. Fehlen noch zwei Zutaten. Fehlen noch zwei Zutaten. Ach ja. Na ja, gut, die Bohnen dann wahrscheinlich. Kram, Haken, Coupons, die wir gerne hätten, aber nicht bekommen.
Reden wir doch nochmal mit Toni. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das machen wir tatsächlich im nächsten Part. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und danke, dass ihr wieder dabei wart.